Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal ExitLP. Und heute stelle ich euch vor, ja, dieses Fliegel-Frontlader-Pack und zwar von Agrarservice SHS. Ja, da sind wirklich einige interessante Sachen drin und bevor wir uns das Ganze im Detail anschauen, schauen wir einfach schnell in den Shop. Ja, zu finden das Ganze hier unter Mods Frontlader und hier haben wir schon einige wirklich interessante Gerätschaften. Einmal hier Fliegel-Ballengabel 450 Euro hier in der Anschaffung. Zum Abtransport von Rundballen zum Beispiel und unten in der Nutzung ein Ballenwagen dient vor allem dem Transport von Ballen. Gut, ein Ballenwagen ist es jetzt nicht, da sollte man eventuell noch nachbessern hier in der Shop-Beschreibung, aber für 450 Euro, ja, wirklich ein sehr guter Preis. Ja, hier haben wir noch Fliegel-Ballengabel Duplex, 860 Euro hier in der Anschaffung. Also auch da die Möglichkeit, zwei Rundballen zu transportieren. Einmal eine Dunggabel, die Fliegel-Dunggabel 165 für 950 Euro hier in der Anschaffung. Die Kapazität hier 1650 Liter. Unten sehen wir die Fruchtarten. Ja, also nicht nur Dung, sondern auch Silage und so weiter und so weiter. Also wirklich sehr, sehr schick. Ja, hier haben wir noch die Fliegel-Dunggabel 205, ja, in 1150 Euro hier in der Anschaffung. Also hier haben wir auch ein bisschen mehr Kapazität zur Verfügung. Dann haben wir noch die Schaufel, die 165 für 660 Euro, 1500 Liter. Die Schaufel 240 hier mit 2650 Liter. Hier haben wir noch einen Fliegel-Grab. Ja, der 165, auch hier wieder verschiedene Fruchtarten, die wir hier laden können und unter anderem auch einen Quaderballen zum Beispiel. Ja, sehr interessant hier auch die Silo-Greifschaufel 165 mit 1900 Liter hier an Kapazität und die kann schon ein bisschen mehr hier an den Fruchtarten laden. Ihr seht es unten. Also dort haben wir noch ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, das Ganze wieder in groß. Mit 2700 Liter und wir haben noch ein Gewicht dazu, ja, für die etwas größeren Schaufeln zum Beispiel kommt das genau richtig. Und hier am Schluss haben wir noch die Fliegel-Astsäge, also ein sehr interessantes Modell zum Ausdünnen von Ästen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. 9850 Euro hier in der Anschaffung, die Unterhaltskosten 50 Euro am Tag. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir, ihr seht schon, die Schaufel, ja, zum Beispiel hier für Silage. Und ich muss wirklich sagen, mir persönlich gefällt diese Textur eigentlich wirklich gut. Ja, wir haben hier die Fliegelaufschrift und alles so in diesem Used-Look. Ja, das Ganze, ja, dreckig, rostig, ja, also kein neues, blitzeblankes Modell, sondern, ja, ihr seht schon, die wurde auf jeden Fall schon gebraucht. Ich muss sagen, mir gefällt sie richtig gut. Ja, und wir schauen uns natürlich das Ganze an. So, das Ganze nochmal hier in einer größeren Version. Springen wir einfach mal rein, ja, und testen das Ganze hinten mit dem Fliegelgewicht, ja, für den passenden Ausgleich. So, fahren wir hier mal ran. Und ihr seht schon, lässt sich sehr schön befüllen, lässt sich auch hier sehr schön schließen. Zack, jetzt haben wir das Ganze alles im Griff und es bleibt auch alles wirklich sehr schön hier in unserer Schaufel. Also das schaut schon mal richtig gut aus, funktioniert. Oh ja, da seht ihr schon, da wackelt der Kleine. So, weiter geht's. Ja, hier haben wir unseren Grabber, ja, mit einem, ihr seht schon, Heuballen, den wollen wir natürlich uns grabben in dem Fall. Springen wir mal rein und ihr seht schon, wir können hier mit der Taste X den Ballen attachen, fixieren. Wir fahren einfach mal hier schön ran. So, stechen hier ein, schließen hier unseren Grabber und fixieren das Ganze mit der Taste X. So, und ihr seht, jawohl, also der hebt hier auch einwandfrei und selbst wenn wir hier das Ganze hier öffnen, bleibt unser Heuballen da, wo er sein soll. So, ja, weiter geht's. Wir haben hier unseren Ballenspieß. Also wir können hier zum Beispiel zwei Ballen hier auf einmal transportieren im Heckbereich. Jawohl, da habe ich wieder mein Gewicht. Springen wir mal einfach mal rein. So, fahren hier an unsere Rundballen ran. So, und wieder hier die Taste X kommt wieder zum Einsatz. So.
einmal fixiert und ihr seht, auch diese heben hier einwandfrei und mit dem Zusatzgewicht hier hinten lassen die sich auch wirklich sehr, sehr schön transportieren. So, weiter geht's hier im Text. Hier haben wir noch die Ballengabel in einer kleineren Version und ihr seht auch hier zum Beispiel möglich, das Ganze hier an unsere Heck hier anzubringen. Auch hier schön gebraucht, schöner Used-Look, muss ich wirklich zugeben. Und wir können hier oben auch noch zwei Zinken hinzuschalten. Das zeige ich euch natürlich gleich. Hier haben wir unsere Dunkgabel in der großen Version. Hier haben wir die Dunkgabel in der kleinen Version. Und ihr seht auch hier, ja, lässt sich alles hervorragend transportieren. So, springen wir mal rein. Und jetzt schalte ich mal hier im Heck dazu unsere zusätzlichen Zinken und die können wir mit der Taste B hier ausfahren. Zack, und schon haben wir die draußen. Und ich muss sagen, das schaut schon wirklich kriminell aus. Also wenn da hinten einer steht, ja, na dann gute Nacht. Also das funktioniert. Wir können hier zusätzlich noch die Zinken mit ausfahren und auch hier unsere Dunkgabel. Die macht wirklich ein sehr, sehr schickes Bild. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die Schaufeln. Hier die kleine Version, zum Beispiel geladen mit Zuckerrüben. Ja, also gar kein Problem. Das Ganze hier nochmal in der größeren Version. Auch hier schön die Spuren, ja, die sie hier hinterlassen haben bei unsachgemäßen Gebrauch. Ja. Schaut auch so eine Schaufel durchaus mal so aus. Ja, hier haben wir schon mal den Großteil abgedeckt von diesem Pack. Und jetzt kommen wir natürlich zum interessanten Teil für mich persönlich. Und zwar diese Aschsäge. Ja, hier schönes Fliegeldesign. Hier schön können wir die Füße erkennen. Also wir können sie wirklich sehr schön, sehr sauber abstellen. Die ganze Hydraulik haben wir hier, die ganzen Schläuche. Und das hier, alter Schwede. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Ja. Sicherheitstechnisch natürlich etwas bedenklich, aber ich habe unserer Tante Anna versprochen, hier unseren Ahorn mal ein bisschen kleiner zu stutzen. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal tun. So, springen wir mal rein. Und ihr seht schon, wir können hier natürlich das Ganze mit dem Frontlader bewegen. Mit der rechten Maustaste, wenn wir diesen gedrückt halten, sehen wir, können wir das Ganze hier ausfahren. Ja, und wieder einfahren, also sehr schön, das funktioniert schon mal soweit ganz gut. Und selbstverständlich haben wir hier dann auch die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste rechts und nach links hier das Ganze zu kippen. Also das funktioniert schon mal einwandfrei, rein, raus und kippen, also wirklich sehr interessant. Ja, mit der Taste B schalten wir das Ganze an. Und dann bin ich mal gespannt, was hier diese Aschsäge so drauf hat. So, jetzt fahren wir hier mal an den Ahorn ran und versuchen mal ein bisschen hier ein paar Äste hier loszumachen. So, ja, sehr gute Frage. Wo fangen wir denn an? Wo hören wir auf? Ja, fahren wir einfach mal hier ran. Wieso auch nicht? Hier sehen wir schon, wollen wir einfach mal versuchen, hier den Ast zu sägen. Schalten wir das Ganze an. Dann schauen wir mal, ob wir hier mal einen besseren Blickwinkel erhaschen. So. Und ihr seht schon, es ist nicht ganz einfach. Also angezeigt wird uns hier diesbezüglich leider nichts, ja. Wir müssen uns hier diesen Punkt erstmal, ja, wie soll ich sagen, erstmal suchen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Es sollte funktionieren auf jeden Fall. Ah, ihr seht schon. So. Jetzt geht's los. Zack. Und hier liegt er. Ja, also auf jeden Fall, die Äste bringen wir weg. Ein bisschen schwierig, das Ganze natürlich hier einzusetzen. Wo ist hier der Punkt, wo wir das Ganze absägen können? Jetzt probieren wir das einfach mal nochmal so. Oh, da habe ich schon den ersten Punkt gefunden. Huch. Ja, da ist mal... Jetzt geht's. Ah, jetzt wird's kriminell. Jetzt wird's kriminell. Ja, ihr seht schon, ich habe hier angesetzt und ich habe hier den halben Baum gefällt. Ja, schwierig natürlich das Ganze einzusetzen. Vielleicht sollte man dort noch eventuell Hand anlegen, dass man hier das Ganze ja vielleicht noch ein bisschen steuern kann. Ja, ob unsere Tante Anna jetzt zufrieden ist mit meinem Ergebnis? Naja,
Das werden wir gleich sehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben hier in diesen Mod. Bedanke mich fürs Zusehen und natürlich das Ganze hier logfehlerfrei. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Mod-Vorstellung. Danke, euer Exit. Staufel 240 hier mit 2650 Liter. Hier haben wir noch einen Fliegelgrab, ja, der 165. Auch hier wieder verschiedene Fruchtarten, die wir hier laden können und unter anderem auch einen Quaderballen zum Beispiel. Ja, sehr interessant hier auch die Silo-Greifschaufel 165 mit 1900 Liter hier an Kapazität und die kann schon ein bisschen mehr hier an den Fruchtarten laden. Ihr seht es unten. Also dort haben wir noch ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, das Ganze wieder in groß mit 2700 Liter. Und wir haben noch ein Gewicht dazu, ja, für die etwas größeren Schaufeln zum Beispiel kommt das genau richtig. Und hier am Schluss haben wir noch die Fliegel-Astsäge. Also ein sehr interessantes Modell zum Ausdünnen von Ästen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. 9.850 Euro hier in der Anschaffung, die Unterhaltskosten 50 Euro am Tag. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir, ihr seht schon, die Schaufel, ja zum Beispiel hier Fusillage. Und ich muss wirklich sagen, mir persönlich gefällt diese Textur eigentlich wirklich gut. Ja, wir haben hier die Fliegelaufschrift und alles so in diesem Used-Look, ja, das Ganze, ja, dreckig, rostig, ja, also kein neues, blitzeblankes Modell, sondern, ja, ihr seht schon, die wurde auf jeden Fall schon gebraucht. Ich muss sagen, mir gefällt sie richtig gut, ja, und wir schauen uns natürlich das Ganze an. So, das Ganze nochmal hier in einer größeren Version. Springen wir einfach mal rein, ja, und testen das Ganze hinten mit dem Fliegelgewicht, ja, für den passenden Ausgleich. So, fahren wir hier mal ran. Und ihr seht schon, lässt sich sehr schön befüllen. Lässt sich auch hier sehr schön schließen. Zack, jetzt haben wir das Ganze alles im Griff. Und es bleibt auch alles wirklich sehr schön hier in unserer Schaufel. Also das schaut schon mal richtig gut aus, funktioniert. Oh ja, da seht ihr schon, da wackelt der Kleine. So, weiter geht's. Ja, hier haben wir unseren Grabber, ja, mit einem, hier seht schon, Heuballen. Den wollen wir natürlich uns grabben in dem Fall. Springen wir mal rein. Und ihr seht schon, wir können hier mit der Taste X den Ballen attachen, fixieren. Wir fahren einfach mal hier schön ran. So. Stechen hier ein, schließen hier unseren Grabber und fixieren das Ganze mit der Taste X. So. Und ihr seht, jawohl, also der hebt hier auch einwandfrei. Und selbst wenn wir hier das Ganze hier öffnen, bleibt unser Heuballen da, wo er sein soll. So, ja, weiter geht's. Wir haben hier unseren Ballenspieß. Also wir können hier zum Beispiel zwei Ballen hier auf einmal transportieren im Heckbereich. Jawohl, da habe ich wieder mein Gewicht. Springen wir mal einfach mal rein. So, fahren hier an unsere Rundballen ran. So, und wieder hier die Taste X kommt wieder zum Einsatz. So, einmal fixiert und ihr seht, auch diese heben hier einwandfrei. Und mit dem Zusatzgewicht hier hinten lassen die sich auch wirklich sehr, sehr schön transportieren. So, weiter geht's hier im Text. Hier haben wir noch die Ballengabel in einer kleineren Version. Und ihr seht auch hier zum Beispiel möglich das Ganze hier an unsere Hecken wir mal rein. Und ihr seht schon, wir können hier natürlich das Ganze mit dem Frontlader bewegen. Mit der rechten Maustaste, wenn wir diesen gedrückt halten, sehen wir, können wir das Ganze hier ausfahren. Ja, und wieder einfahren. Also sehr schön, das funktioniert schon mal soweit ganz gut. Und selbstverständlich haben wir hier dann auch die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste rechts und nach links hier das Ganze zu kippen. Also das funktioniert schon mal einwandfrei. Rein, raus und kippen. Also wirklich sehr interessant. Ja, mit der Taste B schalten wir das Ganze an.
Und dann bin ich mal gespannt, was hier diese Astsäge so drauf hat. So, jetzt fahren wir hier mal an den Ahorn ran und versuchen mal ein bisschen hier ein paar Äste hier loszumachen. So, ja, sehr gute Frage. Wo fangen wir denn an? Wo hören wir auf? Ja, fahren wir einfach mal hier ran. Wieso auch nicht? Hier sehen wir schon, wollen wir einfach mal versuchen, hier den Ast zu sägen. Schalten wir das Ganze an. Dann schauen wir mal, ob wir hier mal einen besseren Blickwinkel erhaschen. So. Und ihr seht schon, es ist nicht ganz einfach. Also angezeigt wird uns hier diesbezüglich leider nichts, ja. Wir müssen uns hier diesen Punkt erstmal, ja, wie soll ich sagen, erstmal suchen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Es sollte funktionieren auf jeden Fall. Ah, ihr seht schon. So, jetzt geht's los. Zack, und hier liegt er. Ja, also auf jeden Fall, die Äste bringen wir weg. Ein bisschen schwierig, das Ganze natürlich hier einzusetzen. Wo ist hier der Punkt, wo wir das Ganze hier anzubringen? Auch hier schön gebraucht, schöner Used Look, muss ich wirklich zugeben. Und wir können hier oben auch noch zwei Zinken hinzuschalten. Das zeige ich euch natürlich gleich. Hier haben wir unsere Dunkgabel in der großen Version. Hier haben wir die Dunkgabel in der kleinen Version. Und ihr seht auch hier, ja, lässt sich alles hervorragend transportieren. So, springen wir mal rein. Und jetzt schalte ich mal hier im Heck dazu unsere zusätzlichen Zinken, und die können wir mit der Taste B hier ausfahren. Zack, und schon haben wir die draußen. Und ich muss sagen, das schaut schon wirklich kriminell aus. Also wenn da hinten einer steht, ja, na dann gute Nacht. Also das funktioniert. Wir können hier zusätzlich noch die Zinken mit ausfahren und auch hier unsere Dunkgabel. Die macht wirklich ein sehr, sehr schickes Bild. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die Schaufeln. Hier die kleine Version zum Beispiel, geladen mit Zuckerrüben. Ja, also gar kein Problem. Das Ganze hier nochmal in der größeren Version. Auch hier schön die Spuren, ja, die sie hier hinterlassen haben bei unsachgemäßen Gebrauch. Ja. Schaut auch so eine Schaufel durchaus mal so aus. Ja, hier haben wir schon mal den Großteil abgedeckt von diesem Pack. Und jetzt kommen wir natürlich zum interessanten Teil für mich persönlich. Und zwar diese Astsäge. Ja, hier schönes Fliegeldesign. Hier schön können wir die Füße erkennen. Also wir können sie wirklich sehr schön, sehr sauber abstellen. Die ganze Hydraulik haben wir hier, die ganzen Schläuche. Und das hier, alter Schwede. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Ja. Sicherheitstechnisch natürlich etwas bedenklich, aber ich habe unserer Tante Anna versprochen, hier unseren Ahorn mal ein bisschen kleiner zu stutzen. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal tun. So, springen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal ExitLP. Und heute stelle ich euch vor, ja, dieses Fliegel-Frontlader-Pack, und zwar von Agrarservice SHS. Ja, da sind wirklich einige interessante Sachen drin, und bevor wir uns das Ganze im Detail anschauen, schauen wir einfach schnell in den Shop. Ja, zu finden das Ganze hier unter Mods Frontlader, und hier haben wir schon einige wirklich interessante Gerätschaften. Einmal hier Fliegel-Ballengabel, 450 Euro hier in der Anschaffung. Zum Abtransport von Rundballen zum Beispiel, und unten in der Nutzung ein Ballenwagen, dient vor allem dem Transport von Ballen. Gut, ein Ballenwagen ist es jetzt nicht, da sollte man eventuell noch nachbessern hier in der Shop-Beschreibung, aber für 450 Euro, ja, wirklich ein sehr guter Preis. Ja, hier haben wir noch Fliegelballengabel Duplex, 860 Euro hier in der Anschaffung. Also auch da die Möglichkeit, zwei Rundballen zu transportieren. Einmal eine Dunkgabel, die Fliegel-Dunkgabel 165 für 950 Euro hier in der Anschaffung. Die Kapazität hier 1650 Liter. Unten sehen wir die Fruchtarten. Ja, also nicht nur Dung, sondern auch Silage und so weiter und so weiter. Also wirklich sehr, sehr schick. Ja, hier haben wir noch die Fliegel-Dunkgabel 205, ja, in 1150 Euro hier in der Anschaffung. Also hier haben wir auch ein bisschen mehr Kapazität zur Verfügung.
Dann haben wir noch die Schaufel, die 165 für 660 Euro, 1500 Liter. Die